Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich bin seit der letzten Folge mit unserem kleinen Flugzeug hier hingeflogen und wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Denn wir fliegen gerade Richtung Station. Und ich zeige euch gleich, was genau hier fliegt. Es ist ein kleines Schiff, was ich gebaut habe, was zur Rescue von unserer Station kommen soll. Hat ein bisschen gedauert, genauso deswegen habe ich auch erst hier gestartet, weil allein schon der Start gefühlte 30 Mal erfolgt ist, weil ich einfach nicht hinbekommen habe, das Ding gescheit zu fliegen. Kabelalarmkopf können wir schließen, wir richten und... Oh fuck, genau, wir müssen jetzt die Gegenrichtung ausrichten von dem Teil. Das seht ihr, das ist ein Kranfahrzeug mit Reifen drunter. Und Problem ist, ich muss jetzt irgendwie das Teil so umdrehen, dass das nach oben zeigt. Das können wir aber machen, indem wir... So, warte mal. Zack. Wir drehen das einfach nach oben. Volle 90 Grad. Das Basic Hinge sein. So, perfekt. Jetzt sollten wir ausgerichtet sein. Schaut beschissen aus, aber hey. Hauptsache, wir können normal landen. Ihr seht schon, es hat einen Greifarm vorne und ist dann dafür zuständig, die Module von oben zu greifen, hochzuziehen und zu fahren. Das ist der Sinn hinter diesem Modul. Schauen wir, wie gut das funktioniert. Wir sind schon wieder bei Minmos. Und alles schaut nach Plan laufend aus. Ich hoffe auch, dass es so ist. Aber wir werden es sehen. Es ist ein sehr interessantes... Ich habe sehr viel rumgebastelt dran. Sehr interessant geworden. Muss ich lassen. Schaut zwar aus, als ob es aus den Resten von irgendwas zusammenbauen ist. Aber es hat genug Platz drunter, um auch größere Teile zu bewegen. Später bräuchten wir wahrscheinlich einen größeren Kran, aber den müssten wir dann vor Ort bauen. Macht aber dann halt wieder nicht Sinn, den jetzt so hoch zu schicken. Das ist halt wirklich zum Assemblen der Station gedacht. Dass wir halt die ersten Module hochschicken können. Das Ding baut es zusammen und schiebt es zusammen, während der Rest halt hingeflogen wird. Und dann bauen wir den großen Kran für Türme und weiß der Kuckuck was alles vor Ort. Weil die müssten wir eh anders bauen, die müssten wir mit Haltern bauen, irgendwie als größer, auch wenn es wirklich ein Kran wird. Der muss ja stabilisiert werden, ne? So, aber lasst uns mal zu einem Punkt kurz vor dem Event springen. Nach meiner Flugerfahrung... Da wir auch noch gegen den Ding fliegen, sollten wir vielleicht so fliegen. Okay, jetzt halt. Einmal runterschieben das Ganze. Okay, wir tun jetzt trotzdem gegenüber ausrichten. Das Problem ist, dass das jetzt nicht hundertprozentig die Gerade hat, die ich bräuchte wahrscheinlich. Das ist problematisch. Was ist, wenn ich ihn aber sage, minimal 90? Und dann gehen wir zu dem Hinge. Und ich muss mir das mal anlocken und dann... Minimal 90 Grad. Perfekt. Jetzt sollten wir stabiler von der Seite sein. Problem wird eher, dass wir wahrscheinlich sehr hin und her schwanken werden die ganze Zeit. So. Lasst uns mal vorspulen, weil es dort eh eine Zeit bis wir dahin fliegen.
Aber wir sind sehr nah dran. Die Fahrt dahin wird eher das Spannende. Dann schaut mal an, wie genau das eigentlich ausgelegt ist. Ich muss nochmal ein Manöver hinzufügen. Dass mich vielleicht nochmal ein bisschen rübersetzt. Das darf sich jetzt wieder dahin verbinden. Was ist mit der Kamera passiert? What? Okay. Im Hintergrund könnt ihr meine Vögel wieder hören, die gerade am Meckern sind. Weil sie das gut können. Ihr seht jetzt das Problem, wir werden vorbeifliegen, glaube ich. Wir wollen ja nicht auf den Stein landen, deswegen werden wir auf jeden Fall ein bisschen was von dem Schub geben. Jetzt drehen wir uns Retrograde. Und hoffen, dass das so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Weil wir müssen über diesen kompletten See am Ende fahren zu der Station. Und das muss reibungslos funktionieren. Auf der Erde hat das super funktioniert. Ich habe das dreimal getestet. Aufheben, anheben. Selbst auf Körben hat das funktioniert. Hier haben wir eine sehr geringe Schwerkraft. Bedeutet, es sollte um einiges einfacher gehen. Problem ist auch, wir können um einiges einfacher vom Boden abheben. Was nicht der Plan wäre. Wir kommen auf jeden Fall schnell rein, was ich uncool finde. Je schneller, desto mehr muss ich bremsen, desto früher muss ich bremsen. Und das verlängert den Gehpfad. Hab besser safe als nicht safe. Screen, wir tun schon mal langsam die Triebwerke starten. Schauen, wie stark wir das belasten können ohne Probleme. Ich würde gerne mal unsere Station sehen, unsere... Wo ist denn das alles? Wo seid ihr? Hallo? Bauteile? Was war denn das für ein Teil? Komische Bugs hat das Spiel teilweise leider. Aber ja. Sollte uns jetzt hier nicht verunsichern. Ich suche immer noch... Wo die paar Teile sind jetzt. Jetzt können wir langsam so zu Boden sinken. Jetzt kann sich das Teil auch beruhigen. Wir sind aber wahrscheinlich schon drüber. Hier um ein... Ne, wir sind genau drüber. Eigentlich müsste das irgendwo unter uns sein. Vorteil ist, wir können fahren. Bedeutet, ich muss mich jetzt nicht darum sorgen, dass wir genau hinlanden. Nachteil ist, ich habe keinen Plan, wo das ist. Man merkt doch, dass es... Sehr instabil ist das Teil. Ich habe halt eher zu Versahen geworden und habe dann gemerkt, scheiße, ich muss das ja auch noch landen. Vorteil ist, ich kann damit, glaube ich, sogar den Ding befüllen. Den unser kleines Hovergerät und dann testen, ob das noch fliegt. Wenn es gut läuft, kann ich dann über das Teil transferieren von unserem Tank auf den Rover, ohne dass ich menschliche Interference brauche. Aber nach unserer Karte sind wir doch genau drüber eigentlich, oder? Ich würde mal sagen, sehr nah drüber. Da drüben ist es. LOL, wir sind echt nah.
Wie war das? Das ist eine kleine Chance, dass wir wirklich nachkommen, weil der da drüben. Ich sehe den Schatten. Geil. So. Ja, wir fahren jetzt dahin, holen die Teile ab und dann ist alles gut. Jetzt haben wir noch 300 Meter. So weit ist es ja gar nicht. Aber dann zur Station fahren. Das werde ich wieder off the cameras machen, weil das wollt ihr euch nicht geben. Das dauert eine Ewigkeit. Ihr seht auch, ich habe hier unten solche Art Schienen verbaut. Die sind extra für die Landung gedacht. Oder wenn halt mal die Reifen gewartet werden sollten, kannst du die auslegen und hast halt ein bisschen Ground Cover, zum Boden noch Luft. Im Gegensatz zum Rest. So, okay. Und vorsichtig wieder. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Alter, wie nah wir sind. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht glauben. So, okay. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Unser erster Rover auf Windows landet und es ist gleich mal ein Baurover, ein massives Gerät. Okay, gelandet ist es. Jetzt nehmen wir mal Meta in unsere eigene Hand. Unlocken all unsere Geräte und tun erstmal den Hinsch wieder zurückdrehen. In Position. Dann bringen wir mal wieder. Ausmitteln bitte. Ausmitteln bitte. Perfekt. Schaut aus, als ob wir irgendwie den Boden berührt hätten. So, okay. Wir sind gelandet mit unserem Rover. Jetzt müsst ihr nur noch die Reifen einstellen. Und zwar das hinten Motor lockt. 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 Wir machen die mal auslockt. Irgendwie sollten wir da gleich auch trotzdem... Ich glaube, die müssen inverted werden. Wie war das? Nope, die müssen normal laufen. Wie wir direkt anfangen zu springen, ja holla, die Waldfee. Das kann interessant werden, Leute, weil ich habe das Gefühl, das Spiel läuft mit einem FPS gerade. Wo sind wir jetzt drüber gestolpert? Eieiei. Und ich habe, ihr seht auch, ich habe alles voll mit Solarpanelen gemacht, damit es eigentlich von jeder Richtung so ein bisschen... Energie gibt, außer von vorne, weil vorne tun wir ja docken, oder da ist es am einfachsten, dass das Ding Probleme kriegt. Alter, das ist wie ein Jumping Jack oder sowas, das ist Wahnsinn. Uff.
Also schnell fahren können wir eindeutig nicht. Es kann dauern, bis wir ankommen. Alter, hier sind doch nicht mehr so große Steine, dass das passiert. Ich glaube, das Ding bräuchte ein größeres Bodengewicht. Jetzt habe ich eh schon diese fetten Tanks mit Treibstoff drin. Was wären, wenn es keinen Treibstoff drin hätte? Leck, Gummi, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Jetzt sind wir eigentlich entfernt. Ja, ganz interessant zu wissen eigentlich, ne? Wie schnell können wir werden mit dem Teil? Nicht wirklich schnell, glaube ich. Kann es vielleicht sein, dass das Gear einfach viel zu hoch eingestellt ist? Sind wir mal auf 25. Von der ganzen Sache hier. Drehen das Ding komplett runter. Schauen, wie gut es da noch fährt. Holy shitballs! Wie soll ich denn da bremsen? Ich brauche 3 Kilometer zum Bremsen. Aber man merkt doch, irgendwas stimmt noch nicht ganz. Vielleicht sollte ich doch vielleicht mal die Collision ein bisschen umändern wieder. Aber wir sind gleich da, wir haben es gleich geschafft. Ihr seht doch da oben down Parallax Damping und sowas. Ich glaube, das kommt von der Bodenstruktur. Aber so geht's besser auf jeden Fall. Okay, vielleicht ein bisschen. Opa! Zum Glück habe ich Reifen mit einer hohen Dämpffähigkeit eingebaut. Lecco mio. Wer kacke ohne. Ich will lenken, Leute. Nicht fliegen. Lenken. Brakes mal aktivieren. Wir sind da. Wer noch? Alter. Ganz vorsichtig. Gleich sind wir da. Wir können ja dann mal versuchen. Wer war denn das? Der hier. Der hier ging nach vorne raus und der ist jetzt sozusagen hier zu den Drehen. Und ja, perfekt. Genau. Und jetzt muss ich bloß einstellen, dass der Hinge sich wieder weiter bewegt, rein theoretisch. Also das Minimum wieder auf 0 legen. Perfekt. Okay. Bisschen größer wie die anderen Teile und das habe ich besser gelandet als die anderen Teile. Fuck. So. Jetzt ist bloß die Frage, wie ich am besten andocke an das Teil. Wir können eigentlich damit anfangen, dass wir das eine wegziehen und fahren, weil... Das ist das falsche Teil. Schauen wir mal, wie weit das funktioniert. Das ist eine dezente Ausfahrt.
Aber ich muss die Bremse ausschalten, damit das funktioniert. Vorsichtig. Wir aktivieren mal den Arm. Und wir sind voll daneben. Fuck. Muss ich bei denen auch mal hinten? Doch, invertiert und free. Invertiert und free. Wir nehmen uns doch erstmal das Teil da vorne raus. Ansonsten kommen wir nicht gescheit an den, an die Station dran. Vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vorsichtig. Ziehen wir es da kurz von der Station weg. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir tun das in der nächsten Folge weiterverfolgen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.